Zeit für eine weitere Folge Tango von Anfang an. Diesmal haben wir gedacht, so ganz spontan, wir zeigen euch, wie Saccadas funktionieren. Man sieht meisten Leute, die sowas machen, die stochern dann irgendwie mit dem Fuß zwischen die Beine der Partnerin und und irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht könnte man einen kleinen Tipp geben, wie man das auch besser hinbekommt. Also schaut es euch an, freut euch daran und vielleicht nutzt es euch. Auf jeden Fall viel Vergnügen. Das wünsche ich auch. Viel Spaß. Saccada. Wie funktioniert das? Ein Beispiel, wie wir sehr leicht dort hineinkommen. Ich führe meine Partnerin zum Beispiel eine Vorart in einen Schritt und ich gehe dort hinein. Wenn wir uns das jetzt überlegen, wo mein Fuß ist, er geht unter ihrem Fuß durch und wird mein nächstes Standbein. Ihr nächstes Standbein wird dieses Standbein. Wenn ich jetzt mich einfach nach vorne bewege und gleichzeitig meinen Oberkörper drehe, dann wechseln wir unser Standbein. Ich gehe nach rechts und sie geht auf ihr linkes Bein. Und schon steht sie vor mir und wir können raus. Solche Saccadas lassen sich federleicht tanzen. Auch so, ich habe sie in eine Rückacht geführt, gestoppt, ich führe sie in einen Schritt. Ich gehe dort hinein, dicht vor ihren hinteren Fuß. Warum das so sein soll, erkläre ich gleich. Ich gehe mit meinem Gewicht darauf und wir tanzen raus. Da kann man wunderbar dynamische Drehung draus zaubern. Okay, das ist eine Variante, wie wir da gut reinkommen. Eine kleine andere Variante aus der Basse. Ich führe ins Kreuz, in eine Vorhacht und in ihrem Schritt vorwärts gehe ich dort hinein. Das wird mein neues Standbein, das wird ihr neues Standbein. Wir schauen uns jetzt die Schultern an. Ich gehe quasi in ihre Schulter hinein mit einer gleichzeitigen Oberkörperdrehung. Das ist der Impuls für ihre Drehung. Machen wir nochmal. Wir tanzen die Basse. Ich führe ins Kreuz, in eine Vorhacht. In ihrem Schritt gehe ich zeitgleich dort hinein. Ich gehe mit meinem Gewicht dort drauf. Sie in eine Vorhacht. Und wir gehen raus. Das Ganze nochmal von der Seite. Seit, vor, vor. Ins Kreuz, Vorhacht führen, in der Bewegung im Schritt dort hinein, vor mich führen und aus. Wenn wir Saccadas tanzen, müssen wir ein paar Sachen bedenken. Und zwar haben die nicht mit unserer horizontalen Fortbewegung zu tun, dahin, sondern mit unserer vertikalen Ausrichtung. Das heißt, in dieser Saccada muss ich hier runtergehen, damit ich meinen Fuß hier reinsteuern kann und er ist noch nicht belastet. Die Belastung kommt erst dann, wenn ich von hinten Energie gebe, raufgehe, genauso meine Partnerin sich hinten abdrückt und wir dann raustanzen. Also nochmal, ganz wichtig, wir schauen uns das jetzt mal von hier an. Seitschritt, Vorhacht, ich gehe runter, meine Partnerin ist auch mit dem Hauptgewicht eigentlich schon vorne, da ist sie unten, das hintere Bein ist gestreckt, bei mir ist das vordere Bein gestreckt. Und wenn ich jetzt hier rauf gehe, mich hinten abdrücke und mein Gewicht hier rauf kommt, dann verlässt sie ihre Position dort, kommt auch das andere Bein und ich komme auf rechts und wir können rausfließen. Wenn ihr das beherzigt, dass ihr ohne Kraftanstrengung, also die Männer ohne Kraft, nur indem sie ihren Oberkörper verdrehen, wenn ihr das auf diese Art tanzt, wird ihr merken, dass diese Saccadas federleicht zu tanzen sind. Das geht super, super leicht, funktioniert fast von selbst. Ihr werdet viel Spaß dran haben, das wünsche ich euch bei euren nächsten Versuchen. Nächstes Video folgt, nächstes Thema folgt. Bis dahin, viel Spaß beim Tanzen. Das wünsche ich euch auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.